Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Starbound. Viel geworden, viel gemacht und doch noch nicht weiter. Mit dabei der Viermann wieder. Servus. Und meine Wenigkeit der Ostwind-LP. Und jetzt stellen wir uns erstmal ein Öfli hin. So. Nee, aber ich glaube, ich muss den wirklich selber machen. Hey. Dann muss... Schmelden, Alter. Was will ich denn schmelden? Wo ist denn hier... Alter, sowas höchst Kompliziertes zu machen. Das war früher so viel einfacher. Wo kann ich denn Fleisch machen? Das war auf dem Lagerfeuer, oder? Genau. Guck. Hier, guck hin. Einmal Fleisch rein, bitte. And guck. Oh, gleich gegessen. Warum habe ich denn das gegessen? Also es heilt auf jeden Fall. Es heilt. Essen heilt. Wir können also nicht mehr hungry werden. Oder? Ich verstehe das nicht, weil früher gab es da wirklich mal eine Essensleiste. Okay. Da musstest du essen, sonst bist du irgendwann... So, was können wir hier? Tun wir mal alles schmelten. Bricks? Nö. Was ist ein Weathered Roof Tiles? Tire Shape makes me feel uneasy. Was ist denn das? Du Freaksack. Ich mach mal eins. So. Ich mache jetzt halt mal einen. Mach ich. Alter, da baut schon wieder ein Palast da oben. Quatsch. Da eins und. Soll ich mal einen Iron Anvil machen? Was für ein Ding? Ein Amboss. Achso, ja, wäre doch eigentlich eine gute Idee. Und ne Garnspinner, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Und vergess nicht, ein Hoey zu machen. Copper Wall Shelf, Iron Lever. Ach, hier ist die Ho. So. Ach, das, was Quest ist oder was man braucht, das ist immer grün umrandet, oder was? Nee, denke ich jetzt nicht. Guten. Ach, Jarnspinner, das war darum, Klamotten auch mit herzustellen. Ich mach mal einen mit. Genau, vielleicht. Die erste neue Klamotten. Dann machen wir noch einen guten Cooking Table. Wooden Fenster. Was ist ein Heavy Pipe? Eine Röhre. Da kann man irgendwelche Systeme immer draus machen. Ich weiß auch nicht. Habe ich auch mir schon angeschaut. Copper-Plattform, Alter, was es hier alles gibt. Das ist ja nicht zum Aushalten. Gunpowder. Hast du schon eine Tür oben reingesetzt bei dir? Kann ich hochkommen? Nee, ne? Kannst drüber springen. Ja, ich meine wegen Viechern, weil es ja jetzt Nacht ist. Da sind sie doch bestimmt ein bisschen aggressiver. Ich mach mal hier das Loch zu. So. Kommt schon noch. So. Kellerjunge kommt mal hoch. Ich kann nicht drüber springen. Warte. Doch, so. Was ist denn das hier? Treppe eingezogen. Treppe eingezogen hier. So, Wooden Blanks. Da könnte ich dir nämlich mal ein bisschen helfen. Ah, ich habe nur 22. Na egal, komm. Möchtest du hier hinten alles zumachen? So, ja. Das war's.
Okay, ja, ich stell mal das Zeug unten auf. Schenk mal hier eine Fackel hin. So. So. Und wo wird Ein- und Ausgang? Oben. Okay. Also komplett unten ist sicher eigentlich. Also bin ich dann, wenn ich unten drunter bin, wirklich das absolute allerletzte Kellerkind. Ja. Ja. So gut, dann stelle ich mal das ganze Kladderadatsch hier hin, oder? So. Dann stelle ich mal noch. Hier mal ausprobieren. Wo hast denn die geklaut? Die hab ich gemacht. Porno. Pornoziös. Bekommen wir die ganzen Drohnen mitgenommen? Dreh's aber um, sonst sieht's blöd aus. Ja, so. Ja, nee, gut. So, was können wir denn am Anvil machen? Ach, Waffen! Iron Block. Oh. Der war gut an. Scouters. Ah, hier können wir Helm machen. Helm, Oberteil, Schuhe. Cool. Scouters, was brauchen wir da dafür? Iron Bar. Ah, da habe ich genug. Zack. Ah, da kann man auch eine Axt machen. Ja. Die als Waffe gedacht oder als Axt? Axt. Iron Axe. Damage Person, ja, die macht, ja, müssen wir ausprobieren, ne? Ich mach mal eine. Aber warum gibt's denn hier, wo kann man denn, müssen wir das Hunting Knife machen? Nee. Spitzhacke, wo geht denn das? Weiß ich leider auch nicht. So, wie sehe ich denn jetzt aus, bitte? Nee, das kannst du vergessen, die ist total unnütz. Guck mal, wie der langsam dir auch zuschlägt. Naja. Im Gegensatz zu. Und das hier. Sieht ja doch richtig geil aus. Scouter, wie ist sie? Okay. Da tue ich jetzt erstmal die ganzen Waffen, meine Taschenlampe rein. Was habe ich denn hier? Hard and Harap. Carapes. A fragment of tall organic shell can be used for crafting. Aha. Ja, das habe ich auch gerade. Keine Ahnung. So, dann habe ich hier jetzt mal irgendwas reingetan. So, also ich habe mal Fabric gemacht. Und was ist das? Ja, irgendwie so Fasern, Klamottenstandteile, keine Ahnung. So, a small square of fabric. So ein String, also Strick habe ich auch mal gemacht. Ja, damit kann man, also hier kann man auf jeden Fall Klamotten machen. Spinnrad, ist ja klar. So. Was brauchen wir denn jetzt? Schau her. Oh Gott. Ja. Nicht dein Ernst. Doch. Welches? Ich bin Held in der Not. Okay, ich mach Held in der Not mit. Mit einem kurzen Cape oder mit einem langen Cape? Short ist kurz, ne? Ja. Und Simbel, da brauche ich noch 6 Stück. Moment. Simbel habe ich jetzt hat. So, und was wir jetzt halt erstmal brauchen, ist wieder Holz. Holz. Immer dieses Holz. So. Und nicht vergessen, immer wieder schön einpflanzen. Superman!
Ach so, warte mal, kann man das nur auf Erde setzen? Ich glaube schon. Ich nehme mir mal die Ho und dann gehen wir mal ein bisschen pflanzen. Wir haben nämlich ein paar Samen. Pearl Peas. Reissamen haben wir. Wheat. Also nicht das, Wheat. Kommt ein Gürtel. Ha, das Gürteltier ist gefangen. Zack! Oh Gott, die sind ja alle so gefeindlich, die Viecher. Ja, keine Ahnung, ja, also bei mir hoppeln hier nur Hasen rum. Ja, also da war ich. Oh Gott, das ist wieder so ein Hüpfe-Ding. Aua, nicht gut. Alter! Nein! Oh Gott, ich bin tot. Warum? Weil mich drei Viecher gleichzeitig angegriffen haben. Ach so, das ist nur Weed, das sind gar keine Samen, Alter. Und die Pearl Helps auch nicht. Wir brauchen Seeds. Ich hatte doch Seeds. Hier. Ja. Reisseed, sag ich doch. Ja, ich habe auch irgendwas eingepflanzt. Teleporten macht so viel Spaß. Ich teleporte den ganzen Tag. Ah, du pflanzt hier, okay. Ich brauche in deinem Kellerzimmer sind ein paar Viecher. Was? Alter, das geht ja gar nicht. So, liebe Leute. Tja, so fängt's an und schon hat man wieder was zu tun ohne Ende. Ein neues Let's Play hat begonnen hier bei uns. Ja, ja. Was ist denn hier? Hier kommt man ja gar nicht mehr hoch. Ja, ich hab welche gecraftet. Achso, ich hab's im Inventar oben. Warte, hier, schau her. Alles klar. Sehr schön. Wow. Alles klar. Das ist der Burner. Echt der Burner so und ich gehe jetzt hier mal rumbürnen. Da ist schaut, das sind die Viecher. Easy going, Junge! Alter, ist das dein Ernst? Was? Ja, du kannst doch nicht hier in meinen Eingang einen Baum reinstellen. Achso, völlig. Dann hab ich nicht da. Das ist mein Bude hier. So. Tür zu, der ärgert mich immer. Quatsch. So, ja. Schön gemütlich hier. Ich brauche noch mal einen Schluck zu trinken. Aua. Vorsicht, da kommt so ein Zwiebelkopf. Vorsicht, da den kommt so ein Zwiebelkopf. Der hat sich vorhin, hat er einen Kopf eingezogen und ist bei mir verschwunden. Alter, senkt. Alter. Der war bei mir schon weg. So. Was haben wir? Yes, I can. Craft a wooden watering can. Also eine Gießkanne. Okay, das wirst du wahrscheinlich auch haben. Ja. Out of the frying. Wo haben wir die? Ja, was? Nix, alles gut.
brauche. Ach, wo waren die jetzt wieder? Alter, jetzt ist so ein Zwiebelmann hier unten bei mir in der Bude, Junge. Willst du mich verarschen? Komm ran! So. Die Kleinen sind noch schlimmer. Wieso spawnen die hier? Verstehe ich nicht. Fällst du jetzt meine liebevoll gepflanzten Bäume? Das ist ein ausgewachsener Baum, der kann es für sich entscheiden. Ob er fällt oder nicht. Ja. Hast du echt hier viel gepflanzt? Wo waren Wooden Planks, Alter? Hier. Ah ja, ich verstehe, warum du... Ja. Warum ich Bäume abhau? Ja. Sehr schön. Ich geh mal auf die andere Seite, wa? Verdammt. Zwiebelmann, Zwiebelmann. Ja, nicht nur ein Zwiebelmann, sondern so ein komisches Viech auch noch. Da gab's doch dieses eine Digimon. Womit es seinen Ohren gekämpft hat. So sieht das Viech aus. Jetzt verfolgt es mich halt. Alter, ich muss gleich dahin. Jetzt pfeift es wieder, das ist total gruselig. Boah, macht das Schaden. Muss erst der Fadi wieder hin, oder was? Das ist einfach voll. Du musst es vergiften. Das kann ich leider nicht. So, auf unserem Haus ist irgendwas, was mich angreift. Okay, es ist weg. Ein Schlag war es weg. So, gehen wir mal wieder in unsere Kellerbude. Ich mag so die Kellerbuden, aber dass hier was bohrt immer, das ist doof. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Muss ich hier ganz groß zu Hause dran schreiben, damit das funktioniert oder was? Zutritt für Unbefugte verboten. Okay. Schild wird gemacht so. Wooden Planks craften. 5 waren es noch. Ne? Ich habe gerade so. Von so einem Hüpferding ein Meta-Manipulator oder sowas gekriegt. Was? ja, habe ich auch irgendwie. Warte mal. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich The First Harvest. No, I have got a hoe and a watering can. I can start farming. I should to and water some for planting and harvest 5 wheat and pearl peeps. Okay, wir müssen das, also das Wheat haben wir schon. Nee, hab ich alles schon gemacht. Okay. Oh, bin so gut wie tot. Wieder, ich will nicht sterben. Stone Furnace, Asian Crafting Table. Ja, ich muss. Scheiße, ich muss den wirklich selber noch bauen, den Ofen. Was braucht man da noch? Cobblestone. Und ein Campfire. Ja, Campfire ist kein Ding. So. Und Stein bauen wir hier mal schnell noch ab. Okay. Oh, Alter, jetzt kommt das Vieh runter zu mir. Schnell, Tür zu. So. Was müssen wir jetzt, was muss ich eigentlich jetzt alles machen? Craft a wooden, achso, okay. Iron Anvil. Krieg ich ein Iron Anvil her? Iron, na, da steht doch hinter dir. Ach so. Ja.
Iron Anvil. I can make one with the crafting table. Aber ich hab doch schon einen gemacht. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Sind die schon zu zweit hier unten? Sag mal, geht's euch zu gut oder was? Party Hard? Bei mir ist ein Durstsymbol. Ein Durstsymbol? Jetzt ist es weg. Keine Ahnung, was das war. Was denn? Jetzt suchst du Zuflucht? Nee, nee. Boah, so ein PvP wäre mal geil. So Player vs. Player. Wie weit das Eis halt auch geht, das ist so krass. Wooden Bed, was braucht man dafür? Achso, okay. Ja, ja. Forging ahead. Ich habe ein Crafting Table und ein Iron Anvil habe ich auch. Gott, ich komme in den Inventar noch gar nicht klar. I need an Iron Anvil. Hab ich doch, Junge. Pass auf. Ah, okay. Okay, wir brauchen 20 Core Fragments, um unseren Thruster zu reparieren. 20. 20. Alter, wieso kann ich nicht mehr hier hoch jetzt? Ich verstehe nicht, was ich an dem Anvil machen soll. Ich werde erstmal wieder geholzt. Nee, warte mal. Wir könnten Risotto machen. Das ist ja. Ja, ich habe auch ein Risotto im Inventar schon. Also, man muss die Sachen echt gießen. Das sieht gerade. Wie geil das aussieht. Oh, Regen, Regen, stimmt. Es gab ja auch, ja, keine Ahnung, dreckigen Regen, sag ich jetzt mal. Wir sind nass. Wir sind durchnässt. Schau mal, wie geil das aussieht. Einerseits kommt da so Tropfen raus. Warte mal, also müssen wir jetzt halt schauen, dass wir das Dach fertig kriegen. Ja, oder ich gehe einfach in den Keller. Wilden Mensch. Ach, es ist schön hier. Hatschi! Ey, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hab einen Iron Anvil gemacht, Junge. Muss ich jetzt noch mal einen machen? Willst du mich verarschen? Ich mache halt noch einen. Tatsache, ich musste jetzt noch einen machen, damit die Quest beendet ist. Okay. Wie setzt man Türen? Na, du machst das Inventar auf, klickst die Tür an, dann gehst du neben das Inventar. Du kannst das Inventarfenster immer verschieben. Und kannst dann die Tür hinsetzen. Also, guck mal, die muss genau... Wo bist denn du? Ja, hier oben. Ja, du musst die schon hier genau so reinsetzen. Da muss was oben drüber sein. Ach so. Die muss genau reinpassen, die Tür. Okay. So, nächste Quest. It's finally time for me to obtain 20 Core. Ach, jetzt ist das okay. 20 Core Fragments. Ich glaube, ich habe 2. Nee, ich hab Teleporter-Core. Okay, also haben wir die überhaupt noch gar nicht gefunden.
Ja gut, das wird jetzt halt dann schon ein wenig dauern. Ja, müssen wir irgendwie, wie war das immer, mal so ein Labor finden oder so? Da musst du irgendwie was kaputt machen und dann kannst du die doch einsammeln. Irgendwie war das immer, oder? Lass mich nicht fragen. Aber ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ach, ist schon soweit. Ja, es sind 25 Minuten. Okay. Ich würde schon sagen, ein kleines Päuschen. Kleines Päuschen? Warte, ich mach schnell noch mein Dach fertig. Oh, und mein Weizen ist gewachsen. Komm, ich hol schnell noch mein Weizen. Und dann... Einmal übers Haus drüber gehüpft. Das ist ja schön. Also die Türen sind absolut Bombenhöhe. Fleisch. Ey, du Panikmacher, Junge. Randale. So, können wir ja gleich wieder pflanzen, oder? Oder? Ja, haben wir wieder 5 Stück rausbekommen. Der Reis, der wächst ja extrem langsam. Was ist denn das für Mist? Das nennt man Reis. So, kurz falsch gesetzt. Machen wir gleich nochmal. So, geh weg, Bunny. So, die Dinger wachsen gleich. Hier, guck mal, Alter, die wachsen sofort. Was? Ja, die Pearls, Purple Seeds. Boah, was denn das ganze Zeug hier? Na nix, das müsstest du eigentlich auch im Inventar haben. Das habe ich bekommen. Das sind so komische rote Samen. Muss bloß noch innen ausgekleidet werden und dann... Ganz toll machst du das. Aber wir wollten ja abmoderieren. Du bist jetzt schon wieder weggerannt, ne? Nee, ich bin schon auch in der Nähe. Jetzt ist nämlich langsam time to me to go to bed. Ja, schönes Spiel, muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ich glaube, da werden wir uns genauso festsuchten wie an Minecraft auch. Ich glaube, schauen wir mal, ob der Hanni nicht sogar noch mitmacht. Ich könnte es mir bald vorstellen, wenn der das so sieht, wie wir hier durch die Kante raschen und unser Zeug zusammenbauen. Das kann gut sein. Er ist halt von der Grafik nicht so sehr begeistert, aber... Ja, gut. Also wenn ich mir das so angucke, ich finde es nicht schlecht. So, also. Kommst du mit dem Bunker, hä? Ja, komm nur mit dem Bunker rein. Ich hab was für dich. Ja, ganz toll. Das ist sein Kunde. Ja. So. Hau rein. Deine Abmoderation. Okay. Also Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. War schön, wieder mit Sven was aufzunehmen. Und man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hoffentlich. Also, Servus. Macht's gut. Ciao.